say, so I'm walking away. Pains on my walls will never fade away, will never fade away. Mein Name ist Tobi, ich spiele Gitarre und Bass ein bisschen über die Gitarre und mache Gesang. Ich bin Kevin und spiele Gitarre. Hi, ich bin Simon und ich spiele Schlagzeug. Also wir schreiben auch meistens Songs eigentlich zusammen. Ist eher seltener, dass jetzt einer mit einer Idee kommt, die schon komplett fertig ist. Das passiert eigentlich nie. Das ist eigentlich teils ganz lustig. Also es kann verschieden passieren, sag ich mal. Zum Beispiel der Simon hat mal sowas aufgebaut. Wo waren das? In Garage Band oder so, ich habe keine Ahnung. Und irgendwie so ein Song und es klang so komisch, aber es war interessant. Und dann haben ich und Tobi angefangen, das irgendwie rauszukristallisieren. Und dann ist dann ein ganzer Song entstanden. Also im Prinzip könnte man sagen, er war der Anstoß dafür. So. Also es ist ganz witzig, wie das manchmal zusammenkommt. Ja. Far too deep. Lose to choose.
I can't sleep at night, try to make things right, but might fade away. What did your father tell you? That's the way to end. What did your mother tell you? No time to end. Die beiden haben die Band gegründet und ich bin dann dazugekommen. Ich habe so ein Instagram-Video auf hochgeladen und es war nicht mal wirklich gut. Aber dann haben die mich eingeladen und dann haben wir halt ein paar Mal zusammen gejammt und dann hat sich das so entwickelt. Und heute wurde ich dann jetzt offiziell als Bandmember aufgenommen, genau. Ich glaube, am besten könnte man sagen, dass wir ein bisschen weg von dem wollen, dass man sich zu arg viel Gedanken macht, was man jetzt macht und wie man es macht, sondern dass man einfach möglichst versucht, so Musik zu machen, was halt direkt catcht, so in Emotionen, so zum Beispiel, also mein großes Idol in dem Punkt ist sowas wie Motorhead oder sowas, das war nie kompliziert, so, aber das hat relativ schnell, war immer zugänglich, wenn du da was gehört hast, bist du direkt sofort reingekommen und es ist einfach zu hören, so und zu verstehen, aber jetzt auch ohne irgendwie so Musik zu machen, die jetzt gar nichts aussagt, sag ich mal, also schon was aussagt, aber was dann gleich trifft irgendwie. Wir planen nicht ewig lang vor, die zu schreiben, sondern wir schreiben die halt einfach und dann kristallisiert sich das so raus, als wir haben nicht vor irgendwie so einen Plan, ob der Song jetzt, keine Ahnung, Blues, Rock oder was weiß ich werden soll, sondern es kommt dann einfach irgendwie.
Also EPs gibt es ja jetzt auf Konzerten von uns, so gegen Spende. Und aber wir haben noch vor, dann mehr auf Spotify, wir wollen noch Musik auf Spotify stellen, müssen aber noch gucken, wie wir das machen. Das ist ja jetzt auch ein cooler Weg, so, wo man uns dann auch hören kann. 4 Lieder sind auf der EP. Und ich glaube, sie hat keinen speziellen Namen. Mistaken Murray einfach. Gar nichts von beiden. Zuerst habe ich Klavier gelernt. Fun Fact, nee. Ich glaube, davor erstmal Schlagzeug und dann im Nachhinein Gitarre. Also wir haben ja angefangen, ich habe ja im Prinzip vor On The Roof auch, habe ich erst Schlagzeug mit ihm gespielt. Es war er Gitarre und ich Schlagzeug. Und dann kam halt Simon dazu, er hat Schlagzeug gespielt und weil dann halt Bass und Gitarre fehlt, habe ich dann entschlossen, okay, spiele ich halt Gitarre mal, versuche ich es und mittlerweile kann ich es auch ein bisschen. Und so davon kam das eher, denke ich. Also wir haben einen Instagram-Account, einfach Mistaken Murray und eine Facebook-Seite, die auch genauso heißt. You see, I was drowning, trying.
Abonniert den Kanal Purple Session 74. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, sonst habt ihr ein Problem. Und abonnieren, liken, alles machen. Ja, machen, ja.